Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier wieder bei Sims. Und ich weiß nicht genau, ob es eine neue Folge ist oder ob es vielleicht noch an der letzten Folge dranhängt. Auf jeden Fall, mir fällt der Sarius ganz schön, geht das mal duschen und freut sich erstmal drüber. So ein Mongo. Der Eumel, wie lange wird der noch schlafen? Der will noch eine Stunde schlafen. Danach kann der erstmal den Garten pflegen, so ein bisschen. Da hinten gibt es doch bestimmt, natürlich, da hinten kann er wieder schön ernten, ja. So. Da kann der Eumel nämlich dann wieder in der Stadt ein bisschen was verkaufen. Und der Eumel, der hat ja dann quasi auch heute wieder einen Arbeitstag vor sich. So, und der Sarius. Ja, komm, die Scheißzeitung. Wir brauchen die Scheißzeitung echt nicht. Ja, kann gleich so, wie sie ist hier. Das kleine Mädchen hat sie gerade gebracht. Erstmal ein Müll. So, und der Sarius, der will natürlich weiter Geld verdienen. Na, guck mal, was kann der schreiben? Der könnte ein Science-Fiction-Roman schreiben. Das machen wir jetzt mal. Wir schreiben dann Zeit. Ich glaube, da haben wir sogar einen Auftrag. Ja, genau. Da haben wir sogar den Auftrag einzuschreiben. Ach ja, und der Eumel, da sollte sich ja noch in diesem Institut da melden. Hier, zack. Etwas säubern. Okay, da können wir auch noch machen. Okay, wie nennen wir denn Sarius sein Buch? Sarius Buch soll heißen. Planet Koks. Planet Koks. Naseweiß. Und komm, was richtig Dummes. Naseweiß und Hundescheiß. Huch, man muss auch schreiben können. Naseweiß und Hundescheiß. Zack. Ach so, meine Warteschlange ist voll. Ey, was machen da schon wieder scheiß Fremde auf meinem Grundstück? Ja, was sind das denn schon wieder für welche? Was hat die denn da an den Ohren? Boah, ne, Sarius muss jetzt erstmal voll durchdrehen. Achso, ich kann ihn nur freundschaftlich begrüßen, so ein Scheiß, ich wollte die eigentlich voll anschreien. Boah, es wird Zeit, dass ich hier einen Zaun baue, ey, ohne Scheiß. Buch im Wert von mindestens 30 Simoleon Tantimen pro Woche, ja, das kriegen wir hin. So, und ja, das können wir auch reinnehmen, warum nicht? Der hat Knast, sagst du? Dann kann der sich erstmal. Ist es schon Mittagszeit? Ja, tatsächlich, er könnte. Ja, komm, mach doch. Der macht Salat zu Mittag. So, der Eumel, der hat Gartenarbeit gelernt. Dann scheiß erstmal auf das Buch. Mach erstmal was zu snacken. Der Eumel, der geht da hinten klauen. Und das juckt die überhaupt nicht. Hier, die beiden komischen Fremden da, die erstmal neben meinem Haus chillen. Dass der da hinten erstmal alles wegsnackt. Aber es wird definitiv Zeit, dass ich die Scheiße einzäune hier. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Warte mal, wie viel Geld? 125. Kann ich mir dafür wenigstens ein Stück Zaun kaufen? So, warte mal. Draußen. Nee, draußen ist es nicht. Dachdeko? Nö. Ja, draußen ist es schon mal nicht. Na, Kinderzimmer haben wir nicht. Dann ist es bestimmt im Baumodus. Ja, da, Zäune. Was können wir da nehmen? Wie sieht das denn aus? Ach so, dafür müsste ich vielleicht mal die Wände anmachen.
Oh Gott, ich hasse dieses Overlay. Wow. Wow. Okay. Das kann dann mal direkt wieder weg. Wie sieht der denn aus? Boah, ist das überhaupt für draußen gedacht? Ey, das ist noch niedriger jetzt gewöhnlich. Boah, der Rest ist alles so teuer. Oh, Zaunschädlinge raus. Den finde ich geil. Komm, den nehmen wir für unsere Butze. So, da können wir erstmal so ein Stück Zaun bauen. Ach, und da hört mein scheiß Grundstück auf. So ein Mist. So ein Mist, die können... Ich dachte, die dürfen sogar an den Teich, so eine Scheiße. Aber immerhin haben wir erstmal ein Stück Zaun gebaut. So, und das soll auf der anderen Seite natürlich auch passieren. Jetzt haben wir keine Knete mehr. Das ist ja scheiße, dass ich die Leute von meinem Grundstück nicht vertreiben kann. So ein Mist. Na gut, okay. Dann zocken wir mal weiter. Und gucken mal, ob der Sarius da am Herd überhaupt was geschissen kriegt. Und ich hasse diese Kamerasteuerung. Denn ich komme gerade wirklich nicht näher ran. But I don't know why. Jetzt? Warum? Ich verstehe es halt einfach nicht. So. So, guck mal, der hat da so... Der wohl hat versucht, Gemüse zu schneiden, aber es sah so aus, als hätte er es püriert mit dem Messer. Ja, und jetzt genau erstmal schön durchrühren. Das wird ein richtig geiler Salat. Und ich wette mit dir, den kann man nicht essen. Ich wette mit dir, den kannst du nicht essen. Ich glaube, da stirbst du davon. Ja, hier, kann ich erstmal einen Teller snacken? Was hat denn der Sarius? Sehr hungrig, dreckige Umgebung. Ja, obwohl, er sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der kann sich in der Küche die Zähne putzen, ist das schon ekel. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, der Eumel, da muss hier mal so eine Grund... Ja, da muss man eine Grundreinigung machen, ey, das geht gar nicht. Zuerst macht er eine Grundreinigung im Haus. Achso, meine Warteschlange ist voll, so eine Scheiße. Oder Sarius, der kann dann schon mal aufräumen. Der kann schon mal abwaschen. So. Ja, der Salat, der war geil, aber der hält bestimmt nicht lange an, so was Hunger angeht, sag ich mal. Dann kann er noch den Müll rausbringen. Und danach kann er schön weiterschreiben an Planet Koks. Nee, ah, nee, das hier unten ist verwerfen. Oh, fast drauf gedrückt, ey. Hier, Planet Koks. Naseweisen Hundescheiß weiterschreiben. Das wird das geilste Buch ever. Beziehungsweise, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Den können wir auch, das können wir auch ein bisschen nach hinten verschieben. Wasser untersuchen. Okay, hier kann man ein paar Fische fangen. Das heißt, wir gehen jetzt da... Moment. Pause. Köder. Sarius kann Obst und... Ich kann Obst und Gemüse benutzen. Okay. Der Eume, der hat doch gerade geerntet dort. Der muss doch was im Inventar haben. Ja, genau. Dann packen wir mal... einen Apfel. Einen Apfel noch? Ja. Ach, das sind Samen. Okay. Nehmen wir mal noch ein paar Äpfel raus. 1, 2, 3. Der Eumel. Der kann erstmal ein bisschen weiter pflanzen. Huch. Ja, dann legen wir mal... Genau, legen wir hier mal so ein Bildchen an. Was haben wir noch? Weintraubensamen. Oh Gott, das geht natürlich nicht. Ach, so eine Scheiße. Nein! Och, was mache ich? Ich baue gerade richtig Mist.
Warum kann ich den Mist nicht drehen? Ja, scheiß auf Weintrauben, braucht kein Schwein. Ja, aber Apfelbäume, die könnten wir. Ja genau, die pflanzen wir. Dann sieht nämlich nicht jeder da hinten unsere Plantagen. Da pflanzen wir einfach mal hier so ein paar Bäumchen hin. Da können die mich mal alle dezent am Arsch lecken. Und dann lassen wir laufen. Ach so, der pflanzt das jetzt nicht. Der hat das da nur. Och Mann, ist das ein behindertes Stück Scheiße, ey. Ist er anstatt der pflanzt den Bullshit. Und ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Ich wollte ja Sarius das bisschen Obst und Gemüse geben. Ja, zack, öffnen. Hier hat er 3 Äpfel und einen Kopfsalat. Und da kann der da hinten angeln gehen. So. Hier Köder werden. Kopfsalat. Jawohl, unendlich angeln. Ja, komm, wir lassen den mal unendlich angeln. Das kann er mal machen. Da hat er Bock drauf. Aber heute stellt er sich hier unten auf die Angelposi. Ah, ne, doch nicht. Dann bin ich mal gespannt, ob der gleich was fängt. Und der Olme, der hat hier ein bisschen was zu tun. Mann, Mann, Mann. Ich kann es einfach gerade echt nicht. Ach, Olme, da geht... In einer Stunde geht der auf Arbeit. Okay. Ja, komm, eine Stunde ist noch very much time, sag ich mal. Und dann können wir hier noch ein bisschen sellen. Ja, wir verkaufen mal den ganzen Scheiß. Hier ein bisschen Geld in die Kasse bringen. Ich wusste gar nicht, dass es auch von zu Hause geht. Das mache ich gerade das erste Mal. Oh, Sarius hat einen Fisch gefangen. Wichtig, ganz wichtig. Oh, was ist denn das für einer? Ey, der soll aufhören bei mir zu angeln. Hier, komm, Sarius, erstmal. Komm, hier, erstmal salty werden dem Typen gegenüber. Komm, so, machen wir Eumel seine Liste erst noch fertig und dann schreiben wir den Typen erstmal richtig zusammen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ey, was wollen die alle bei mir? Ey, das bringt voll viel Kohle. Jetzt scheiß auf den Rest zählen wir jetzt einfach auch. Und da hat der Sarius echt einen Fisch gefangen, ich fasse es nicht. So, Olme, der macht da fertig. Sarius ist da drüben. Ey, der angelt mir halt hier echte Fische weg, der Typ. Das heißt, da muss ich erstmal aufhören. Ach, das ist hier der komische Kumpel von Olme. Den werde ich erstmal anschreiben. Ja, ihr seht, der angelt mir nämlich einfach die Fische weg. Er würde der mir mal zuhören, der Wichser. Der Wichser will mir nicht zuhören, ey. Doch jetzt. Hier, Barsch begrüßen. Komm hier, gemein, streiten. Erstmal den Streiten. Du klaust meine Fische, du Huso. Verpiss dich. Da kann ich dir jetzt sagen, dass er sich verpissen soll. Da, verpiss dich. Haha, Sarius hat sich durchgesetzt, Junge. So, jetzt hier mit Kopfsalat angeln. Jetzt kann der Sarius nämlich schön alleine angeln. Hat den Bastard das mal angeschrien, so.
So hört sich das nämlich. Und der Eumel, der ist... Der Eumel, der... Ach, der ist schon weg. Der ist schon auf Klege jetzt. Ja, stimmt. Der ist auf Arbeit. Was kann ich machen? Hart arbeiten. Die harte Arbeit bringt dir zwar bessere Ergebnisse ein, aber du sollst aufpassen, dass der Stress nicht zu viel wird. Nützt mir das was bei einem Teilzeitjob oder nur einer Karriere? Wenn dir die Jobleistung nicht so wichtig ist, solltest du es bei der Arbeit ruhig angehen lassen und dein Leben genießen. Normaler Betrieb bedeutet, dass du an der Arbeit eine durchschnittliche Leistung erbringst und dafür eine durchschnittliche Anerkennung erhältst. Ich glaube, der Eumel ist echt so, auch das ist auch in Real Life bei uns wirklich so. Der arbeitet halt hart. Und dann machen wir das hier in-game natürlich auch mal, ja. Der Eumel ist im ersten Mal... alles klar. Der Eumel ist zum ersten Mal auf die Arbeit gegangen. Ziemlich geil. Und Sarius kann jetzt zwei angeln. Kann ein paar neue Fischarten, neue Köder verwenden. Bla 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 bla. Kauf dir ein Köderbuch, um zu erfahren, mit welchen Köder du welche Fische an den Haken bekommst. Okay. Das ist interessant. Okay, er hat seinen letzten Kopfsalatköder gebraucht. Das heißt, der angelt jetzt ohne Köder, oder was? Ja, dann kann er da mal aufhören. Und kann mal mit dem Apfel ein bisschen ködern. Und der da unten enjoyt erstmal sein Life und liest mitten im Wasserfall erstmal ein geiles Buch. Immer noch cool. Ja, das glaube ich dem, dass er das nötig hat, das zu lesen. So, was machen wir denn jetzt schön? Alter, es ist schon 17. Also in-game 17. Bei mir persönlich ist es ein bisschen später. Das heißt, der sollte jetzt mal langsam aufhören zu angeln. Scheiß drauf. Wie viel haben wir denn gefangen? Wir haben eine Forelle gefangen. Können wir die zubereiten? Nee, können wir nicht. Schade. Ja komm, verkaufen wir. Verkaufen wir direkt an den Laden. Cool. Ach, nicht entschuldigen. Lass den Lappen. Du sollst den Lappen lassen. So. Du sollst nämlich dein Buch noch ein bisschen weiter schreiben. Das ist nämlich viel wichtiger. Denn wir brauchen das Cash. Und ich schneide dann wieder rein, wenn was Geiles passiert. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Und der Eumel war heute das erste Mal arbeiten und hat 89 Simoleon verdient. Finde ich ziemlich geil. Dafür, dass er nur 3 Stunden weg war. Er müsste eigentlich gleich wieder da sein. Gucken wir mal. Ja, er kommt nach Hause und er will tatsächlich den einen Samen noch einpflanzen, was er nicht geschafft hat. Finde ich ziemlich geil. So. Wegwerfen. Nein, das wollen wir nicht. Was ist denn das so? Weinstock. Cool. Wachstumsspross, seltener gewöhnlich. Da braucht er nichts weitermachen. Da kann der auf jeden Fall noch duschen danach. Hm, er könnte ein bisschen Spaß vertragen. Hm, hat er Hunger? Ja, er hat Hunger. Da könnte der sich was zum Abend machen. Da könnte der dann noch ein bisschen üben. Denn ausgepowert ist er ja nicht von den 3 Stunden. Was ist das denn? Befördert werden? Ja komm, befördert werden, das können wir machen. Aber er hat den Job ja eh nur so lange, bis es bei uns zu Hause richtig läuft. Da kann er sich für 5 mal noch so ein Herbstsalat selber machen. Da kann er das... Na wohl, ich glaube, wenn das teurer ist, hier, klebrige Carbonara, dann bringt das auch mehr. Der Eumel, der singt richtig geil unter der Dusche. Und guck mal, wir haben sogar eine vergoldete Brause hier oben, ja. Also wir sind ganz schön rich, Bitches. Oh, da geht voll ab, Junge. Und Sarius, der schreibt hier eisenhart weiter an sein Buch. Und dann kann er erstmal auf den Pott gehen danach. Und tatsächlich geht er dann auch ins Bett, würde ich fast schon behaupten. Ich würde sagen, das war's dann theoretisch sogar größtenteils. Lass mal den dann noch so lange arbeiten, bis der Eumel da sein Abendessen gemacht hat. Bis der sich da was reingesnackt hat.
Achso, und der muss das Institut noch besuchen. Ja, das macht das nächste Mal. Scheiß drauf. Aber gucken wir erstmal zu, wie der jetzt hier richtig geil, was wollte er kochen? Ich glaube Carbonara. Ja, ich glaube Carbonara. Gucken wir mal zu, wie er das macht. Okay, er würzt das Brettchen, alles klar. Er würzt wieder das Brettchen, alles klar. Okay, er schneidet das Geschnittene nochmal. Ich glaube, der weiß selber nicht so richtig, was er macht. Alles rein in die Schüssel, genau die Hälfte daneben. Dreimal rühren. So, komm und jetzt ab auf den Herd damit. Los. Ist schon spät, du musst was essen. Alter, so spät könnte ich, glaube ich, kein Abendessen mehr essen. Da hätte ich, glaube ich, echt schon die Schnauze voll. Außer es gibt was vom Grill. Was vom Grill ist ziemlich geil. Was ist denn das? Ein neues Rezept lernen. Ja, das können wir eigentlich mal reinnehmen. Dann nehmen, was nehmen wir raus hier? Waffeln zubereiten können wir rausnehmen. Waffeln machen wir eh nicht mehr. So, dann lass den das mal machen. Da kann Sarus in der Zeit schon mal aufhören weiterzuschreiben. Oh nein, der Computer ist durchgebrannt. Ja, dann kann er danach gleich noch den Computer reparieren, wenn er auf Toilette war. Und anschließend kann er sich schlafen legen. Das war jetzt eigentlich wieder vollkommen klar, dass das passiert. Was macht der auch immer Schach üben, ey? Will er nicht was essen hier? Da Reste essen? Hier, der hat das doch nicht umsonst gekocht. Pfeift dir das rein, Junge? Und Schach üben brauchst du auch nicht. Du gehst dann auch das Manns Nest. Gute Mahlzeit. Der Eumel, der nicht, ja. Bis jetzt noch nicht. Mal gucken. Vielleicht ist es ja gleich richtig lecker. Oh, es ist sogar lecker, was er da gekocht hat. Cool. Er wird doch ein ziemlich guter Koch. Ich hoffe, wir können bald Meth kochen. Denn dann sind wir reich. Und der Sarius, der haut mit dem Schraubendreher ein paar Mal einfach gegen das Gehäuse und hofft, dass es wieder funktioniert. Und erstmal mit dem Schraubendreher rein in den USB-Slot, genau. Und dann hoffentlich richtig einige Pfeffer kriegen. Dass er schön zappend daneben liegt. Ja. Wobei schlafen brauche jetzt eigentlich noch ja nicht. Er könnte mal noch ein bisschen putzen. Wenn er geputzt hat, kann er sich hinhauen. So. Dann wäre das nämlich auch alles erledigt. Und der soll sich mal ein bisschen beeilen da mit seinem scheiß Computer ohne Scheiß jetzt. Das fällt jetzt auch noch. Da rangehen. So, jetzt muss ich aufhören, den scheiß Rechner zu reparieren. Ja, erstmal eine Wischt kriegen. Scheiß Handy. Ja. Frischer Fisch. Der Supermarkt sucht Angler aus der Nachbarschaft, die bereit sind, Fische für die Abteilung Kiemen und Schuppen zu fangen. Fang 3 Fische und verkauf sie an den Supermarkt, um dir was zu verdienen. Gerne. Das macht er. Das macht er sowieso. Weil der angelt ja eh gerne. Und von da kann der dann auch die Fische, die er sowieso verkauft, auch in den Supermarkt bringen. Und sich da dann noch was dazu verdienen. Fände ich klasse. Und dann spulen wir einfach mal schnell vor. Bis er das fertig hat. So. Der Rechner geht wieder. Und Sarus muss jetzt auch dringend schlafen. Ja genau, das macht er schon von alleine. Bis 8.30 Uhr, wie lange wird der Eumel pennen? Wir pennen bis 6 Uhr. Ah, lassen. Ah, bis 10 müssen wir nicht pennen lassen. Lass mal bis 6 pennen. So. Und dann würde ich an der Stelle sagen, lass die beiden schlafen. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Sims 3, wenn es wieder heißt. Sarius Kanval, Sims 3. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.